dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Sitzfleisch mitgebracht. Auf die Vorstellung habt ihr jetzt ein paar Wochen gewartet. Ich will auch nicht länger auf die Folter spannen. Bitte einen kräftigen Applaus für die Legende Terence Hill. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, siehste, ich war immer, ich magte immer Borussia Dortmund. Aber jetzt ist ein Borussia Dortmund Band gekommen und er wusste das, hat mir das gegeben und bin ich offiziell ein Borussia Dortmund Fan. Ich bin auch ein Fan der deutschen Mannschaft. Ich freue mich hier zu sein und ich möchte euch bedanken, dass ihr alle hier seid. Ich habe das nicht gewusst, dass so viele von euch hier sein. Ach! Ich freue mich, dass auch das ist ein Film. Ich habe in die Wüste von Almeria gedreht und ich möchte euch erzählen, wie habe ich das erste Mal mit Bud getroffen? Da war ein Film, da hieß die Katze, der Hund und der Fuchs. Aber dann habe ich es gemacht, es ist geworden, God forgive Django me. Aber man kann verstehen, unsere Charakter. Ich war die Katze und Bud war der Hund. Ich war immer schlau, sehr schnell, er hat ein großes Herz gehabt, auch sehr stark und so. Aber dieser Film, nach einer Woche, der Schauspieler, der die Katze gespielt hat, hat sich verletzt und sein Fuß gebrochen, weil wenn er mit seiner Freundin Krach gehabt hat. So, ich denke, dass er hat was ganz Schlimmes gemacht, so like so. Und sie ist so gegangen und er hat die Mauer getroffen und hat sich zum Fuß gebrochen. Und das war mein Glück. Weil der Regisseur ist ganz, ganz schnell nach Rom gekommen, hat gesucht und dann hat er mich gefunden. Sagte, du bist meine gute Katze. Schnell nach Spanien, zum Flugzeug nach Madrid und jetzt musste man nach Almeria gehen, Süden. Aber war kein Flughafen, da war keine Autobahn, dann bin ich die ganze Nacht in einen Wagen gegangen, einen kleinen, immer so. Ich bin angekommen, ich dachte, jetzt gehe ich im Hotel schlafen. Nein, komm mit uns, ich muss gleich auf den Set gehen, weil wir hatten wenig Geld, war kein Trailer, gar nichts. So, ich bin weggegangen und dann habe ich gesehen, die Crew war so ungefähr wie bei Stisse Wall. Und dann sehe ich zwei Frauen, die kommen zu mir. Ich sage, was wollen wir hier? Und eine hat, wenn sie sich da war, hat ein Handtuch aus der Tasche genommen und hat es so gemacht. Und bei mir so protect. Und jetzt hat so, und ich hatte das Handtuch hier und sie sagt, zieh deine Hosen aus. Finde die Wiese, nur niemand in die Wiese, habe ich gesagt, okay, ja, jetzt sieht sein Hand aus, okay, jetzt hier ist dein Colt und das hat mich gefreut, ja, ich wollte also geholt hier, Hut und jetzt komm. Dann bin ich gelaufen und dann war ein großer Mann da, die sagten, das ist der Hund und das ist Carlo Petersori. Schön, gut, nice Medium. Dann habe ich gesagt, was ist unsere erste Szene? Aber ich gab den Drehbuch. Dann der Regisseur sagt, ihr müsst eine Schlägerei machen. Ich sage, eine Schlägerei? Und Bud sagt, so, du Kleiner, hast du Angst? Ich sage, nein, Dicker. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich dich nicht wehtue. Weil ich habe für 16 Jahre geturnt und ich bin ganz fit. So, da haben wir diese Szene gemacht, aber die interessante Szene ist, dass
Er konnte nie die Katze wischen. Ich habe immer mit der Spüre ins Gesicht gemacht. Aber jetzt kommt das Moment, wo der Hund muss bloß mit einer runterhauen und die Katze ist tot. Wie macht man das? Wir haben vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde geredet, was für ein Knall muss das geben. Weil bei uns so mal auch das haben wir gesehen, so haben wir gesehen. Und dann hat gesagt, weißt du was, ich mache so auf dem Set und dann ist er aus. Er hat so gemacht und da begann, was alle wissen, alle magen, in dieser Schlägerei. Dann ist eine andere persönliche Story, eine kurze Story, weil ich so gerne in Almeria diesen Film gemacht habe. Da habe ich doch Badpräsidenten getroffen, das ist mal. Und jetzt, wir haben einen Platz gesucht, wo ich wollte, dass man sich erinnert, wie in Hitchcocks Filme war dieses große Haus und alle haben Angst gehabt. So, die haben diesen Platz, der sagt, das könnte gut sein. Und ich sage, gehen wir noch, suchen wir noch. Und in diesem Moment hat mein Handy geklingelt und da war Bats Sohn, hat gesagt, mein Vater ist gerade weggegangen. Dann bin ich sehr, sehr traurig gewesen. Aber nach vielleicht 2 Minuten, eine große Freude ist in mein Herz gekommen. Und habe ich gesagt, das ist was der sagt, dass ich hier diese Szene drehen muss. Und er sagt, mach keinen Unsinn, wie immer, aber nehme diesen Platz. So, ich habe den Platz, also beginnen, den Anfang und auch nach jetzt im Film. Wir werden diese schöne, wie ist das, Set sehen? Ja, Location sehen in dem Film, die Wiese von Almeria. Ich wollte noch mich sehr bedanken, dass ihr hier seid und alles Gute. Die Sitze sind sehr bequem. bitte nicht einschlafen. Tschüss.